Christus. Wir haben den Tag heute eröffnet mit der zentralen Frage: Wie organisiert man ein gerechtes Maß an Bürgerbeteiligung? Wie kriegt man einen fairen Interessenausgleich zustande? Und ich muss gestehen, eine beste Lösung habe ich heute hier nicht gehört. Und die kann es vermutlich auch nicht geben. Und auch die zweitbesten Lösungen, ich formuliere das ganz bewusst so, gibt es vermutlich tatsächlich nur im Plural. Denn wir haben heute über die unterschiedlichsten Probleme und Herausforderungen diskutiert. Vom Stuttgarter Borkenkäfer bis zum namibischen Elefanten, und da reicht eine ganze Spanne dazwischen. Oder andere Beispiele, die heute erwähnt wurden, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Studentenproteste oder die aktuelle Debatte über das Konsumentenverhalten. All diese Beispiele sind politisch, ökonomisch und sozial fundamental verschieden. Das, was sie eint, ist das Aufeinandertreffen verschiedener Interessen und die Frage, wie man diese Interessen miteinander vereinen kann. Mir sind dabei in der Vorbereitung des heutigen Tages zwei Geschichten sofort eingefallen. Die eine habe ich gelesen, die andere selbst erlebt. Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, beginnt mit einer gewaltigen Katastrophe. Über der Erde taucht ein großes Raumschiff auf. Das ist eine vogonische Bauflotte, die mitteilt, dass hier jetzt eine hypergalaktische Expressroute eingerichtet werden muss. Der Planet ist leider im Weg und muss gesprengt werden. Die Proteste der Menschen werden beantwortet mit der Aussage, die Pläne zu dieser galaktischen Umgehungsstraße hätten doch schon 50 Jahre im lokalen Planungsbüro auf Alpha Centauri ausgelegen. Also, ja. Für Einspruch ist es zu spät, schönen Tag noch, sagt der vogonische Bauführer und drückt den roten Knopf. Wenn Sie Parallelen zu irdischen Planfeststellungsverfahren entdecken, liegen Sie sicher ganz richtig. Die Diskussion heute zeigt, wir diskutieren anders, auch Planfeststellungsverfahren sind etwas aus der Vergangenheit vielleicht, ich höre aber auch noch nicht ganz, vielleicht ein Wunschdenken. Per Anhalter durch die Galaxis jedenfalls ist aus der Vergangenheit. Die Premiere war 1978 als Hörspiel bei BBC Radio 4. Die zweite Geschichte, die ich selbst erlebt habe, daran musste ich denken, Herr Meister, als Sie die Schulstunde beschrieben mit der grünen Tafel. Auch ich habe als Student in einem riesigen Hörsaal vor einer großen grünen Tafel gesessen und wir hatten einen akademischen Oberrat, der ein hervorragender Didaktiker war. Er diskutierte mit uns und währenddessen entwarf er Tafelbilder, ähnlich wie die, die dort hinten Gabriele Schlipf gerade während unserer Diskussion verfertigt, als Zusammenfassung. Und wir haben immer gestaunt, meine Güte, wie konnte diese Diskussion, die er mit uns führte, zu so einem perfekten Bild am Ende führen. Ich habe ihn dann ein Jahr später erwischt. Da war ich Assi am Lehrstuhl und ich erwischte ihn, wie er in einer Pause auf dieser grünen Tafel mit feiner blauer Kreide alles schon vorgezeichnet hatte. Es gibt so einen leichten Geschmack von Pseudopartizipation, ganz ehrlich, der sich da im Nachhinein einstellt. Wenn ich mich jetzt so durch das Material lese und Begriffe sammle, dann haben wir auf der einen Seite das alte Planfeststellungsverfahren und heute in alphabetischer Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Anhörungen, Bürgerbegehren, Bürgerbeteiligung, Bürgerbefragungen, Bürgerforen, Bürgergutachten, Bürgerpanels, Bürgerworkshops, Dialogforen, Einwohnerfragestunden, E-Partizipation, Ideenwettbewerbe, Planungsdialoge, Planungszellen, Projektbeiräte, Referenten, Roadshows, runde Tische. Für Z gibt es bestimmt auch noch irgendwas, was ich nicht gefunden habe. Es klingt also so, als arbeiteten unsere Repräsentanten und unsere Unternehmer an einer beständigen Gegenwart von Umarmungen. Und nicht immer ist klar, welche dieser Umarmungen tatsächlich ernst gemeint sind. Manche Umarmung scheint eine Verzweiflungstat zu sein angesichts der Herausforderungen. Auf der einen Seite ist vielen offenbar klar, wir brauchen neue Straßen, neue Gleise, neue Bahnhöfe, neue Schulen, neue Kindergärten. Wir brauchen neue Wohnungen, neue Einkaufszentren, neue Kraftwerke, neue Stromtrassen. Wenn wir hinsehen, dann verhindert München Olympische Spiele und neue Stadien.
Bielefeld spricht sich gegen einen Ausbau der U-Bahn aus. München kämpft gegen eine dritte Startbahn am Flughafen. Freiburg kämpft gegen neue Wohnungen und ein neues Stadion. Hamburg protestiert gegen ein Kinderwohnheim, gegen ein Sterbehospiz, gegen Obdachlosenunterkünfte, gegen Kitas. Moment, nein. Nie nur ganz Hamburg, nie nur ganz Bielefeld oder nie ganz München, sondern oft die Bewohner der betroffenen Stadtviertel oder Straßenzüge manchmal nur. Was auch hier die auch an diesem Tag nicht beantwortete Frage aufwirft: Wie viel Mal mein Wohl ist eigentlich Gemeinwohl? Oder die Frage, wessen Gemeinwohl wird da eigentlich diskutiert? Und angesichts der Wutbürger der viel Zitierten kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, es ist immer stärker das Wohl der Bessergestellten und der Bessergebildeten. Also Menschen mit hohem Bildungsabschluss, sozial gut vernetzt, das sind die Menschen, die, wie auch Studien zeigen, zum Beispiel hinter den Protesten in Stuttgart stehen. Spannend fand ich in diesem Zusammenhang einen Begriff von Michael Groschek, dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister, der sagt, wir haben inzwischen die Mentalität einer Vorruhestandsgesellschaft. Er meint damit, es protestieren lautstark besonders diejenigen, die in den letzten 10 oder 20 Jahren ihres Lebens in Ruhe gelassen werden wollen und die sich nicht dafür interessieren, ob das Gemeinwesen auch in 50 Jahren noch funktioniert. Ein Zitat, das in eine ähnliche Richtung geht, kommt aus einer ganz erstaunlichen Quelle. Ich zitiere, der klassische Protestler ist grauhaarig, besserwisserisch und bestens vernetzt, aber er interessiert sich nicht für Konsens, für praktische Politikprozesse und für Pluralismus. Gesagt hat das Dieter Salomon, der grüne Oberbürgermeister von Freiburg. Die Wut der Gebildeten, wie ich das jetzt mal nenne, zeigt aber noch eines, und das klang heute im Laufe des Tages auch schon an. Mehr Aufklärung, mehr Wissen führt nicht zwangsläufig zu einer aufgeklärteren Gesellschaft. Es gibt eben keinen linearen Zusammenhang zwischen der zur Verfügung stehenden Information und der Rationalität von Positionen oder Entscheidungen. Auch mehr Transparenz, Herr Willen, Sie haben es gesagt, führt nicht zwingend zu mehr Vertrauen. Was aber können dann die Anreize sein, die eigenen Interessen zumindest einmal zur Diskussion zu stellen? Oder anders formuliert, gibt es Lehren aus Namibia für Stuttgart 21? Ich glaube nur bedingt. Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied. Es ist, glaube ich, leichter, Partikularinteressen miteinander zu versöhnen, wenn es dabei auch etwas zu verteilen gibt. Und das zeigt das Beispiel Namibia. Wenn Partizipation eben nicht nur Lasten bedeutet, sondern wenn es auch Partizipation an Gewinnen gibt. Und im Stuttgarter Talkessel ist es schwierig, weitere Gewinne zu verteilen. Denn in den begehrten Hanglagen dort wohnen die, die eigentlich nicht mehr viel brauchen, weil sie schon alles haben und die keine Gewinne mehr erwarten, sondern nur noch Verluste befürchten. Das Stichwort, wie funktioniert so etwas eigentlich in einer saturierten Gesellschaft, spielt hier eine ganz große Rolle. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die Bewohner dieser Stuttgarter Hänge damit ködern kann, dass auch ihre Urenkel einmal in einer prosperierenden Region leben wollen und werden. Dennoch, die TED-Umfragen des heutigen Tages zeigen, mehrheitlich sind Sie hier davon überzeugt, ohne Partizipation geht es nicht. Und das finstere Schicksal der Erde angesichts der mongolischen Bauflotte zeigt auch, keine Partizipation ist quasi undenkbar oder führt zu schlimmsten Ergebnissen. Was ich heute gelernt habe, auch von den Menschen wie Herrn Meister, die solche Prozesse begleiten, ist so ein, ich weiß nicht, wie weit realistisches und wie weit verträumtes Ideal, nämlich, dass ein Partizipationsprozess am besten von allen Beteiligten als Chance begriffen wird, als Chance, eine bessere Lösung herbeizuführen als die bereits geplante, eine Chance zu lernen, aber als Chance in einem definierten oder zu definierenden Rahmen, ökonomischen Rahmen, ordnungspolitischen Rahmen. Entscheidend aber scheint zu sein, dass es in diesem Rahmen einen Handlungsspielraum gibt.
Das Zweite, was ich heute gelernt habe, ist, Partizipation macht Mühe und braucht ziemlich viel Zeit. Die Trialogprozesse, die Sie, Frau Schwan, angesprochen haben über mehrere Jahre, 10 Jahre Frankfurter Flughafen. Ich bin mir nicht sicher, ob allen bewusst ist, dass das gut investierte Zeit ist oder ob nicht mancher so gerne noch gegenwärtige chinesische Planungsprozesse hätte, um schnell das Projekt hinzustellen oder das Unternehmen zu erweitern und im nächsten Jahr sozusagen damit da oder am Markt zu sein. Noch mehr Mühe macht es aber, die Vielfalt der Perspektiven zu akzeptieren und auszuhalten, das, was Sie, Frau Schwan, gefordert haben. Ich glaube, dass es etwas gibt, was das besonders mühsam macht. Und das ist ein Dilemma oder eine Ungleichheit in der Debatte. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Gegner von Veränderung leichtere Argumente in der Hand haben als die Befürworter. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Angst vor der Zukunft fühlt sich sehr gegenwärtig an, als Bedrohung vorhandener Sicherheiten. Hoffnung in die Zukunft ist oft eine ungewisse Hoffnung. Und wir wissen aus alten Debatten, zum Beispiel aus der Gentechnikdebatte, um nur einen zu nennen, dass Befürworter dieser Technik versucht haben, die Hoffnung möglichst groß zu machen, große Versprechungen zu machen, grüne Gentechnik gegen Welthunger zum Beispiel, und dass diese Hoffnungen sich nicht erfüllt haben, jedenfalls nicht in dem Tempo und in dem Maße, wie sie versprochen waren, und damit auch die Glaubwürdigkeit der Protagonisten dahin war. Es gibt also dieses Ungleichgewicht. Wer Angst predigt, spielt mit starken Emotionen. Wer Zukunft verspricht, das haben wir in vergangenen Debatten gelernt, meidet heute lieber emotionale Übertreibungen. Hinzu kommt, die Akteure, Befürworter und Gegner von Bahnhöfen, Stromtrassen, Gentechnik oder Sterbehospizen, agieren vor Publikum, immer in Gefahr, ihr Gesicht zu verlieren. Auch darum braucht es in vielen Fällen geschützte Räume, wie Sie, Frau Schwan, sie zum Beispiel bieten. Geschützte Räume, in denen die Verfechter von Partikularinteressen auch allmählich zugeben können, dass es auch gemeinsame Interessen gibt. Dazu gehört Offenheit, Offenheit im Sinne von Transparenz, Offenheit aber auch im Sinne von Open-Mindedness. Dazu gehört aber auch manchmal Haltung. Etwa dann, wenn die repräsentativ-demokratische Politik eine Entscheidung oder ein Projekt für unentbehrlich hält. Wie sieht jetzt die Lösung aus? Wie kommen wir zu mehr Partizipation? Wie kommen wir zu einem besseren Ausgleich von Partikularinteressen? Meine Empfehlung ist, Menschen lassen sich am besten motivieren, wenn man ihnen Geschichten des Gelingens erzählt. Und viele Geschichten des Gelingens habe ich heute gehört. Trialoge, namibische Gemeindeschutzgebiete, Frankfurter Flughafen mit der Botschaft, dass auch Topmanager lernfähig sind. Und wenn dann das Bio-Bonbon Zucker für das hungrige Hirn liefert, glaube ich, dass solche Debatten auch gelingen können. Aber das ist vielleicht jetzt für meine Rolle als Querdenker schon zu sehr mitgedacht, obwohl ein bisschen Mitdenken wollte ich mir nicht verbieten lassen. Vielen Dank.